liebe Freunde und Freundinnen des Theaters. Ich freue mich, Sie zu begrüßen zu einem ganz besonderen Anlass, 20 Jahre Theaterfestival Impulse in Nordrhein-Westfalen. Das gilt es zu feiern. Als Bürgermeisterin dieser Stadt freue ich mich ganz besonders, dass das Festival wieder in Köln stattfinden kann. Und ich darf aber auch dazu sagen, dass Köln auch besondere Anstrengungen unternommen hat und sich da ganz besonders engagiert. Die Festivalzentrale ist wieder im Belgischen Viertel, im Hallmackenreuther, in einem unserer Hotspots. Und die Eröffnung des Stückes von Shishi Pop, Testament, findet in der Halle Kalk statt. Ich bin besonders begeistert, dass das Festival mit diesem Stück eröffnet. Denn Shishi Pop ist eine ganz ungewöhnliche Theatergruppe, Theatertruppe. Und das Thema Testament nach Shakespeares König Lear ist brisant und aktuell wie nie zuvor. Und dass die Theatermacherinnen ihre eigenen Väter auf die Bühne holen zu diesem Stück, das gibt ihm eine ganz besondere Tiefe und eine ganz besondere Dimension. Das Theaterfestival Impulse wird seinem Namen völlig gerecht. Es gibt Impulse nicht nur fürs Theater, sondern auch für unsere Stadt, hat das seit vielen Jahren schon getan. Und gerade einen besonderen Aspekt möchte ich heute ansprechen. Ich habe schon gesagt, das Eröffnungsstück findet in der Halle Kalk statt. In den vergangenen Jahren hat Karin Bayer, unsere Schauspielintendantin, vieles dazu getan, eine Öffnung zwischen dem freien Theater und dem institutionalisierten Theater herbeizuführen. Schon in früheren Jahren hat sie Räume zur Verfügung gestellt für Theaterstücke der freien Szene, auch im Rahmen des Festivals Impulse. Und natürlich spricht sie sowieso für eine Öffnung in die Stadt hinein. Es ist nun sehr interessant, dass eben nicht nur Karin Bayer mit ihren Stücken immer wieder zum Berliner Theatertreffen eingeladen wird, das ja normalerweise Stücke aus dem institutionalisierten Theater einlädt. Nein, dieses Jahr war auch Shishi Pop als freie Gruppe eingeladen. Das ist ein sehr gutes, ein sehr interessantes Signal in die Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass auch die Bundeskulturstiftung, die neben vielen anderen ein solches Festival wie Impulse bis jetzt unterstützt hat, die ja auch das Berliner Theatertreffen unterstützt, dass sie weiter einen sehr wohlwollenden Blick auf unser Bundesland Nordrhein-Westfalen, auf unsere Theaterszene richten wird. Uns allen hier in dieser Stadt wünsche ich elektrisierende, spannende Abende, Theaterabende der freien Szene, die zu lebendigen, heißen Diskussionen und zu Austausch führen werden. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den heutigen Abend und auf alle anderen Inszenierungen, die folgen werden und wünsche Ihnen und mir und allen Theaterbegeisterten und denen, die es noch nicht sind, beglückende, erweckende, begeisternde Abende. Bis dann, alles Gute, Angela Spitzig.